Hallo, wer bist du, was machst du? Also mein Name ist Michael Urban und ich bin Gründer und Leiter von logiprint.com. Du hast ja eine richtige Internetgeschichte, du hast ja ein bisschen Geschichte geschrieben, könnte man fast sagen. Gib doch mal so einen kleinen Kurzabriss, was du bisher schon gemacht hast eigentlich. Ja gut, ich bin nach meiner Schülerzeitungszeit vor Ewigkeiten mit einer Stadtzeitung angefangen und habe dann ja irgendwann mal viel später, 1995 war es etwa, Buch.de gegründet. Von der Schülerzeitung zu Buch.de? Ja gut, ich meine, das war ein kleines Magazin und es hatte auch was mit Buchstaben und Bildern zu tun und die Bücher passen ja durchaus in die Reihe, alles was gedruckt ist. Wenn du sozusagen ein Pionier des Internets so ein bisschen bist, was hat sich geändert im Vergleich zu heute? Ah, vieles. Ich meine, heute reden wir ja nicht mehr darüber, was ist das Internet. Ich meine, wir haben es alle in der Tasche. Ich kann mich erinnern, als wir 1995 angefangen sind, unseren Internetbuchladen aufzubauen, da war nicht erstmal die Erklärung, was machen wir denn als Online-Buchhandlung, sondern das große Problem war, was ist denn das Internet? Was ist denn eine E-Mail-Adresse? Also wir sind eigentlich angefangen und haben im Grunde genommen, ja, ich sag mal, Grundlagen erklärt. Ja, die erste halbe Stunde eines Gespräches hat erstmal, was ist das Internet? Wie kommt man da rein? Was ist ein Browser? Ja, was ist eine E-Mail-Adresse? Ich meine, das können sich heute Leute gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe die Tage noch so einen witzigen Witz gehört, den fand ich eigentlich so ganz treffend. Papa, sag mal, wie seid ihr eigentlich damals ohne Computer ins Internet gekommen? Also, das fand ich natürlich total treffend. Wir können uns das ja heute alle gar nicht mehr vorstellen, aber ich kenne noch Zeiten, als ich in Münster an der Uni um einen Internet-Account gebettelt habe und irgendwie der 300. War der in Münster, in der Universitätsstadt, wohlgemerkt, ein Internet Zugang hatte. Ja, also das kannte noch kein Mensch. Bevor wir mal zu Logiprint kommen, du beantwortest ja jetzt auch Fragen und zwar jungen Gründern. Du bist sozusagen so ein bisschen in so einer Mentorenposition, / BA, / Venture Capital. Was ist da los? Ja, also ich habe mit der Nabru Venture jetzt ein Unternehmen, ja, das gehört mir schon länger, aber das habe ich jetzt im Prinzip auch ein bisschen ausgeweitet. Ich will in meiner Altersweisheit jetzt mal jungen Leuten weiterhelfen und ich habe mich mit 16 selbstständig gemacht und ich hätte damals gerne Mentoren gehabt, die mir geholfen hätten, die Firma aufzubauen. Da ging es meist weniger ums Geld und es geht auch heute weniger ums Geld. Ich meine, die Nabru Venture hat zwar 1 Million Euro Kapital für diesen Markt zur Verfügung, aber die Grundidee ist eigentlich mehr dabei, den Leuten zu helfen mit Kontakten aus meinem Netzwerk, vielleicht sogar die ersten Kunden besorgen, Technikergänzungen, die ersten Büroräume bei uns im Haus, den täglichen Zugang, also wir haben jetzt eine ganze Etage freigeräumt bei uns, wo die ihre Büroräume kriegen können und wenn die eine Frage haben, purzeln die einfach einen Stockwerk runter und landen bei mir im Büro und sagen dann halt, wo der Schuh drückt und vielleicht habe ich eine Idee oder weiß zumindest, wer eine Idee haben könnte. Das ist so die Idee dabei. Themenfokus? Eigentlich alles, was mit Internet zu tun hat. Also ich bin da ganz offen. Also es ist, steckt im Internet noch so viel Potenzial. Man möchte zwar meinen, dass es eigentlich alles schon gibt, aber es gibt viele Dinge, die sich auch weiterentwickeln und bin eigentlich jeder Idee aufgeschlossen. Wie spät haben wir es jetzt? So eine Uhr? 12.24 Uhr. Man darf sagen, du warst um 10 Uhr, glaube ich, bei uns im Büro. Das heißt, wir beide haben schon 2 Stunden uns unterhalten. Ich würde sagen, du bist so ein bisschen Hands-on-Typ und eigentlich auch sehr nahbar, richtig? Ja gut, ich rede auch vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. Also, das hast du gesagt. Ja gut, das ist mein Freundeskreis weiß, dass ich auch gerne rede. Und wenn man mit mir einen Schnack am Telefon hat, kann der auch mal 1 Stunde oder 2 dauern. Aber es ist gut, man muss sich die Zeit nehmen, mit Leuten über eine Sache zu reden. Und erst dann versteht man sich miteinander und untereinander, oder? Da wollte ich so ein bisschen hinaus. Was ist sozusagen dein Charakteristikum? Ich finde, du bist sozusagen, wie gesagt, sehr hands-on und sehr, sehr gesprächsoffen, was ich sehr angenehm finde persönlich. Was würdest du sonst sagen, zeichnet Nabru dann aus? Ja, also Nabru zeichnet sicherlich was anderes noch aus als mich selber. Ich selber bin ein bisschen rastlos, ja. Also ich kann also irgendwie meinen Arsch auch nie eine halbe Stunde auf eine Liege legen. Also wenn ich in Urlaub fahre und eine halbe Stunde irgendwo auf einer Liege lege, dann finde ich garantiert irgendeine Rose oder irgendeine Blume, die noch bei mir im Garten beschnitten werden muss. Das hat sich noch nie länger als eine halbe Stunde bewahrheitet, dass ich mal irgendwo sitzen kann. Ich sag mal, die Nabru soll eigentlich auszeichnen, dass die Nabru für junge Gründer Mentorengeschichte ist, kleine Startfinanzierung und ich habe als Jungunternehmer das eigentlich erfahren, dass viele Leute, also viele Lieferanten das genutzt haben, um, ich sag mal, uns auszusaugen. Ja? Alles, was an Geld da war, haben die dann im Prinzip rausgesaugt und als dann nicht mehr so viel Geld da war oder es nicht mehr interessant war, mehr Arbeit als Geld da war, dann waren die wieder schnell weg.
Und dann glaubt man auch irgendwo, dass man ja, ich sag mal, übers Ohr gehauen worden ist. Und das möchte ich eigentlich anderen jungen Gründern ersparen und vielleicht einfach irgendwo die Möglichkeit geben, fair eine Firmengründung nach vorne zu bringen. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, ich meine, Venture Capital, Gründerszene, hier in Berlin, ihr habt hier alles, ja. Ich meine, wir fahren regelmäßig ICEs her, ihr habt genug Flughäfen, ihr seid hier mit einer super Gründerszene vertreten. Hamburg und München ist das sicherlich ähnlich. Bei uns in Ebenbüren im Münsterland oder im Osnabrücker Land gibt es halt sowas noch nicht in dieser Form oder nicht so intensiv. Und das möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr einführen, denn wir haben viel Potenzial bei uns im Münsterland. Das Osnabrücker Land und das Münsterland hat super Universitäten, da kommen viele tolle Leute her. Und die sollen nicht alle zu euch nach Berlin. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt auch mittlerweile eine Wohnungsnot hier. Die können auch bei uns bleiben und können bei uns halt eben mal was aufziehen. Das ist so eigentlich meine Idee dabei. Welche URL, unter welcher URL findet man euch? Unter nabroventure.com, aber auch unter de und so weiter.